Marius Ebert hier, wir spielen Frage und Antwort. Die Frage lautet: Was ist Substitution der Produktionsfaktoren? Was ist Substitution der Produktionsfaktoren? Nun, jetzt ist natürlich hier das Schlüsselwort Substitution. Wenn man das übersetzen kann, dann ist man der Antwort schon einen guten Schritt näher gekommen. Substitution bedeutet Ersetzung. Etwas substituieren bedeutet etwas ersetzen. Substituieren ist vielleicht eher bekannt als Substitution. Ja, Substitution ist das Hauptwort dazu. Substituieren, also ersetzen. Das heißt, Substitution der Produktionsfaktoren ist Ersetzung der Produktionsfaktoren. Das heißt, wir haben den Produktionsfaktor A, zum Beispiel Arbeit, und wir ersetzen den Produktionsfaktor durch den Produktionsfaktor M, Maschine. Das wäre ein Beispiel. Oder noch ein konkreteres Beispiel. Wir haben in der Bank einen Kassierer und wir ersetzen den durch einen Geldautomaten. Etwas, was man ja in den letzten 30, 40 Jahren fleißig betrieben hat, Arbeit durch Maschinen oder Automaten zu ersetzen. Denken Sie an die Fahrkartenautomaten, an Ihrem Hauptbahnhof und viele, viele andere Beispiele. Hundertprozentig substituieren, funktioniert dann wohl doch nicht. Wenn Sie aufmerksam schauen, dann sehen Sie in der Bank noch den Kassierer. Ja, der ist nicht völlig abgeschafft. Und Sie sehen auch noch Schalter, wo Sie Fahrkarten kaufen können. Aber zu einem guten Teil hat man hier Arbeit durch Maschinen ersetzt und es sind deutlich weniger Kassierer und es sind deutlich weniger Fahrkartenschalter geworden. Also vollständige Substitution hat offensichtlich bisher nicht funktioniert, aber teilweise Ersetzung. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter dem Video, führt Sie zu meinem Lernsystem und das sollten Sie kennen, wenn Sie sich mit Betriebswirtschaftslehre beschäftigen. Alles Gute, Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.